Der TV Neuhausen kann heute leider keine Punkte mit nach Hause nehmen und verliert gegen HC Empor Rostock mit 25:30. Niki, ihr habt euch eigentlich echt gut vorbereitet, auch im Vorbericht stand drin, die 4-2-Abwehr eigentlich recht unkonventionell, aber ihr wusstet, was auf euch zukam. Wo hat es letztendlich gescheitert? Wir haben die Bälle frei rausgespielt. Wenn wir den armen Torhüter so abwerfen jedes Mal, dann reicht's halt nicht in der Liga. Wir hatten fast immer eine freie Chance, hatten immer eine Antwort, aber der Torhüter, ich weiß nicht, was für eine Quote der hat, aber das kann nicht sein. Und da kann man die beste Taktik der Welt haben. Und wir hatten eine gute. Ja, da muss sich jeder in die eigene Nase fassen. Ich meine, ich habe auch meine 4, 5 verworfen, was weiß ich. Wir müssen einfach die freien Bälle reinmachen. Und das hat nichts mit Konzentration zu tun. Ich weiß nicht, manchmal gibt es halt so Tage. Wir fahren nach Bietigheim, um da zu gewinnen. Wir haben im Pokal da knapp verloren. Da war das mit meiner Lippe. Und jetzt will ich meine Mannschaft unterstützen. Und wenn wir da alle an einem Strang ziehen, wir haben immer eine Antwort auf die Gegner. Da muss man halt jetzt noch vielleicht 10% mehr bei jedem. Und dann können wir da locker mitspielen, aber ja, 10% müssen ja erstmal herkommen. Ich bin selber noch ein bisschen so überfragt, weil dass dann Rostock einfach wieder 3 Tore weg war und wir es dann einfach nicht geschafft haben, da die Abwehr auseinander zu spielen, und Rostock hat es dann wirklich sehr gut gemacht, hat da unsere Fehler eiskalt ausgenutzt, hatte eine sehr gute Chancenauswertung, und ja, es ist sehr, sehr frustrierend, dass wir das Spiel verloren haben. Das wäre nicht nötig gewesen. Aber ja, jetzt müssen wir das versuchen aufzuarbeiten, so schnell wie möglich. Und dann geht es am Samstag gleich weiter gegen Bietigheim. Wenn wir uns zu sehr beschäftigen mit dem Spiel heute, dann nimmt es einfach die Konzentration und die Gedanken für das Bietigheim, für die Vorbereitung weg. Das dürfen wir nicht zulassen. Und ich denke, ja, das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich, diese Heimniederlage. Für die Zuschauer tut es mir leid. Wir müssen jetzt einfach den Fokus auf den Samstag legen, weil wenn wir da dann nicht voll zu 100% da sind, dann haben wir da eventuell die nächste Überraschung. Das müssen wir auf alle Fälle vermeiden. Und deshalb gilt der Fokus jetzt so schnell wie möglich auf Samstag. Und dann probieren da einfach, versuchen, das Maximum rauszuholen.